In diesem Video geht es jetzt darum, wie du auf der Werbeplattform Traffic Netzwerk Werbung schalten kannst, und zwar Bannerwerbung und Textwerbung. Wenn du dich in deinen Account eingeloggt hast, dann befindest du dich auf dieser Oberfläche und dann gehst du hier auf Werbung schalten. Hier draufklicken. Dann gibt es hier unten unterschiedlichste Bannergrößen, da eben immer aufpassen, welche Werbung du da schalten willst, welchen Banner du verwenden willst. In der Regel nämlich immer 468 mal 60. Allerdings ist natürlich auch möglich 125 mal 125. Dann hier Text-Ads und hier E-Mail-Werbung. Gut, ich klicke hier jetzt auf Bannerwerbung, hier klicken. Dann kommen hier schon als erstes hier oben der Bannername, dann die Banner-URL, also der Banner-Code und die Ziel-URL, wo eben der User hingeführt werden soll. Und immer darauf achten, hier ist HTTP verlangt. Okay, ich gebe zuerst jetzt mal den Banner-Namen ein. Beta-Tester gesucht, in der Regel hat das hier 20 Zeichen. Dann hier kommt jetzt die Banner-URL hinein. Diesen Banner-Code, den hole ich mir. Das ist dieser hier, blau hinterlegen, Steuerung C oder rechte Maustaste, geht auch. Wieder zurück auf die Seite und dann hier einfügen und wie gesagt, jetzt aufpassen, dass das HTTPS rausgelöscht wird. Okay, dann hier die Ziel-URL, wo eben der User hingeführt werden soll, den hole ich mir von meinem Autoresponder. Dazu wechsle ich um in meinen Autoresponder. Und zwar ist das dieser Link hier, rechte Maustaste, Copy Linkadresse, wieder zurück auf die Seite. Dann hier wieder das gleiche hineinkopieren und HTTPS wieder rauslöschen. Okay. Und dann hier unten auf Speichern gehen. Das wäre es eigentlich schon. Ich habe hier jetzt 4365 Werbepunkte zur Verfügung und eine Einblendung kostet 10 Punkte. Das heißt, hier unten habe ich jetzt meinen Bannercode laufen. Beta-Tester gesucht. Dann hier jetzt Punkte hinzufügen. Ich führe 2000 Punkte hinzu. Und dann hier klicken, Punkte hinzufügen. Okay, und hier sehe ich schon 2000 Punkte und hier werden dann die Views angezeigt, wenn jemand auf diesen Banner klickt. Das wäre jetzt die Bannerwerbung gewesen und jetzt gehe ich noch einmal zurück, Werbung schalten und klicke hier jetzt auf Text-Ads. Hier draufklicken und hier jetzt den Text eingeben. Da habe ich als Titel 20 Zeichen zur Verfügung. Auch da schreibe ich das gleiche hinein. Beta-Tester gesucht. Und hier maximal 64 Zeichen. Da kopiere ich mir was hinein. Das habe ich natürlich vorbereitet. Diesen Text hole ich mir natürlich auch. Das ist dieser hier. Blau hinterlegen. Steuerung C. Wieder zurück auf die Seite. Und Steuerung V. Und hier jetzt wieder die Ziel-URL hinein. Ganz wichtig an dieser Stelle, immer Split-Test machen, damit du genau weißt, welchen Erfolg eben diese Werbung gehabt hat. Den hole ich mir auch wieder von meinem Autoresponder. Das ist dann dieser Link hier, rechte Maustaste, Copy Linkadresse, wieder zurück auf die Seite und hier jetzt hineinkopiert und das S wieder weg. Kontrolle, passt. So, und hier dann auf Speichern. Okay, hier ist jetzt mein Text, hier der Link und Punkte hinzufügen. Auch hier vergebe ich 1000 Punkte. Auch hier wieder, es sind jetzt eben 2365 Werbepunkte stehen zur Verfügung und eine Einblendung kostet 10 Punkte. Ich vergebe hier 1000 Punkte und gehe hier auf Punkte hinzufügen. Das wäre es eigentlich schon wieder gewesen. Kurz ein Update. Dann sieht man hier, die 1000 Punkte sind abgezogen worden und ich habe hier jetzt noch 1365 Werbepunkte zur Verfügung. Okay, das wäre es schon wieder gewesen für diesen Teil der Werbung. Den Link für diese Plattform findest du wie immer unter diesem Video. Hat dir das Video gefallen? Na dann einen Daumen nach oben. Wenn nicht, ist es natürlich auch in Ordnung. Und willst du immer am letzten Stand sein, dann abonniere einfach meinen YouTube-Kanal. Dann bist du mit Sicherheit immer up to date. Also viel Spaß und optimalsten Erfolg.